den himmlischen Beistand setzen. Vier Pfarrer sind da. Das reicht. Dann will, das kann ja nicht mehr schief gehen. Ja, da müsste eigentlich trocken sein. Eine Probe, ob der Ton ankommt. Der Mann am Mischpult ist am Baum. Ja, dann ist das hier alles in Ordnung. Ich versuche, den gleichen Abstand zu halten. Ich begrüße alle, die heute Morgen hierher gekommen sind zu unserem Umwelttag. Ich begrüße, oder ich bin besonders erfreut, so viele, in Anführungszeichen Prominente, Persönlichkeiten begrüßen zu dürfen. Ich begrüße als erstes unsere Ministerin mit dem langen Ministeriumnamen. Deshalb nur Frau Ministerin Schäfer, herzlich willkommen. Ich begrüße unseren Landrat Friedel Heuwinkel, unseren Bürgermeister Dr. Wolfgang Honsdorf. Wir haben Bundestagsabgeordnete hier, Herrn Cäsar Fee. Wir haben Kommunalpolitiker hier. Alle herzlich willkommen und natürlich alle, die Interesse an unserer Veranstaltung haben. Ich bedanke mich bei den Pastoren und Pfarrer Thielbürger, Stock, Hohnermeier und Rosenau, die hier einen ökumenischen Gottesdienst abhalten werden, mit Hilfe, musikalischer Hilfe von Tenzing Knetter Heide und dem Posaunenchor Schöttmar. Jedenfalls haben wir den 22. Umwelttag der Stadt Bad Salzuflen, der in der Region mittlerweile ein einzigartiger Aktionstag geworden ist, rund um das Thema Natur und Umwelt. Wir sehen das, andere sehen das auch so, das ist ein Aushängeschild für Bad Salzuflen. Nur mit diesem massiven Einsatz von Ehrenamtlichen und Hauptamtlichen ist ein Aktionstag in dieser Größenordnung möglich. Sie haben gehört, 120 Ausstellergruppen und Vereine kommen hierher. Und das zeigt in meinen Augen ein einzigartiges Beispiel für das Engagement der Gruppen in Bad Salzuflen. Und je leerer die Kassen werden, umso wichtiger ist so ein Einsatz. Das Motto ist blühendes Land schaffen. Projekte auf dem Gelände gibt es reichlich, die das demonstrieren. Es gibt Ausstellungen der Fotogruppen. Es sind viele Institutionen, Schulen und Vereine, die dieses Thema aufgegriffen haben und wo man sich erkundigt, wo man sich über dieses Thema kundig machen kann. Und wenn wir dieses Wetter hier haben, dann können wir dem unter dem Motto blühendes Land schaffen auch etwas Gutes abgewinnen. Denn blühen kann es nur, wenn auch genügend Feuchtigkeit da ist. Man kann sich zwar fragen, war das nötig, dass wir den Regen dann heute bekommen, aber wir brauchen ihn und freuen uns über alles. So, damit ich schnell zum Ende komme, muss ich noch denen danken, die uns aktiv mit Geld unter den Arm gegriffen haben. Die Stadtwerke Bad Salzuflen, Sparkasse Lemgo, Firma Essmann, Messezentrum Bad Salzuflen, Firma Schalk Party Service, Liebliche Landesbrandversicherung, Stadt Bad Salzuflen. Und damit wir das nicht zu lange hier gestalten, ich habe schon überzogen, übergebe ich unseren Personen mit dem Grußwort das Wort. Dankeschön. Sehr geehrter Herr Dr. Bausch, sehr geehrter Herr Bürgermeister Honsdorf, lieber Wolfgang, Herr Landrat Heuwinkel, Herr Bundestagsabgeordneter Cäsar, meine sehr geehrten Damen und Herren aus Gesellschaft, Politik, liebe Gäste, liebe Unterstützer, liebe Förderer dieses wunderbaren Umweltzentrums Cäsar Mühle. Ich bin sehr, sehr gerne zum Umwelttag heute gekommen und wünsche mir natürlich auch, dass es heute
oben ganz trocken bleibt. Aber Sie haben eben gesagt, wie soll ich denn die Ute Schäfer vorstellen mit dem langen Ministerium? Es gibt ein Kürzel, das kann jeder behalten. Das ist das Ministerium für Lebensbildung, weil es alle Orte außerschulischer Bildung, alle Lernorte außerschulischer Bildung umfasst. Und wenn es einen gibt, der dieses in besonderer Weise repräsentiert, dann ist es dieses Umweltzentrum. Denn hier findet tatsächlich wirklich Lebensbildung statt. Und ich kann Sie beglückwünschen zu dem wunderbaren Programm, was Natur und Kultur verbindet. Das ist ganz einzigartig, was Sie hier leisten. Und ich war im Januar ja hier, habe mir lange Zeit genommen. Wir haben intensiv darüber diskutiert, wie es um die Zukunft dieses schönen Umweltzentrums steht. Und wir wissen alle, dass die Zeiten auch finanziell nicht ganz einfach sind. Und darum habe ich nochmal intensiv nachgeforscht in Düsseldorf und kann Ihnen einfach heute auch berichten. Und das möchte ich heute zum Umwelttag mitbringen, dass sich ein Projekt finanzieren, nicht ich, sondern das Ministerium, ein Projekt finanzieren wird zur Umweltbildung für Kinder und Jugendliche, das mit Trägern der anerkannten Jugendhilfe, wie Sie auch hier sind, zusammenarbeitet und mit der Förderschule zusammenarbeitet in Salzuflen, eventuell auch mit der Gesamtschule, dass ich ein Jahr unterstützen möchte mit 30.000 Euro, sodass ich hoffe, dass, was Sie eben eingefordert haben, mich mit einem kleinen Beitrag unterstützen kann für das nächste Jahr. Und da wünsche ich mir natürlich, dass Sie ganz viele Jugendliche finden, die hier begeistert mitmachen werden zur Umweltbildung. Denn das brauchen wir. Umweltbildung ist ein Teil der Nachhaltigkeit, die wir unbedingt absichern müssen in unserer Gesellschaft, in unserem Leben. Und was wir hier lernen können, ist schlicht und einfach oder noch stärker vermitteln können, das ist der Respekt vor der Natur. Und das machen Sie in ganz bemerkenswerter Weise. Und da ist es natürlich auch für mich wichtig, dass ich Ihnen allen, die hier auch hauptamtlich und ehrenamtlich tätig sind, ein ausdrückliches Dankeschön sage für diese wertvolle, für diese wichtige Arbeit. Denn man konnte ja sehen, wie in den vergangenen Jahren das Umweltzentrum immer weiter gewachsen ist, gestaltet worden ist, in einer vorbildlichen Weise gestaltet worden ist. Und was mich besonders fasziniert hat, ist, dass sie auch schon Künstler anlocken, die so bestimmte Areale gestaltet haben. Das hat sich bei mir also nachhaltig auch nochmal eingeprägt. Ganz, ganz fantastisch. Viele junge Leute hier, das ist ein gutes Zeichen, dass wir hier auch den Nachwuchs einbinden können in ganz wunderbarer Weise für diese Arbeit. Und wenn Sie Unterstützung für die Zukunft dieses Umweltzentrums hier, der Herr Samühle in Bad Salzuflen-Schöttmar haben, mich haben Sie an Ihrer Seite. Ich wünsche einen wunderschönen Umwelttag, auch viel Erfolg bei allen Aktionen und vor allen Dingen den Ausstellern und Ausstellerinnen möchte ich auch noch ein herzliches Dankeschön sagen. Ich habe eben auch schon mal reinschnuppern können in die ein oder andere, den ein oder anderen Aufbau. Da ist also viel Aktion heute und das muss auch eine Würdigung finden, auch eine nachhaltige Würdigung. In diesem Sinne einen wunderschönen Tag. Dankeschön. Frau Schäfer, Herr Dr. Hunsdorf, Herr Cäsar, liebe Umweltfreunde, so darf ich an dieser Stelle einmal sagen, ich freue mich, dass wir in so einer großen Runde heute wieder zum Gottesdienst zusammengekommen sind. Ich denke, gerade auch die Kirchen haben sehr viel mit der Natur, mit dem Umwelt, mit dem Verhalten der Menschen zu tun. Und insofern möchte ich ein Wort aufgreifen, was Frau Schäfer gerade gesagt hat. Ich denke, gerade wenn wir über Bildung sprechen, Umweltbildung, kulturelle Bildung, alles das sind Themen, die uns angehen, die uns begleiten von den ersten und von den jüngsten Tagen an, das heißt von den jungen Menschen, die in unserer Region sind, bis zu den älteren Menschen. Wir haben uns eben noch darüber unterhalten, sind denn die alten Bauernregeln heute noch zutreffend und vieles andere mehr. Insofern, ich denke, hat gerade hier die Herser Mühle mit der Vergangenheit, mit der Entwicklung von dem Mühlenbetrieb seinerzeit bis heute eine nachhaltige Entwicklung gehabt. Diese nachhaltige Entwicklung sind von vielen Umweltverbänden, sind von vielen Menschen hier aus der Region nachhaltig unterstützt worden. Insofern haben wir hier an diesem Ort die Nachhaltigkeit unserer Natur und ich glaube, wenn wir es alle beherzigen, dass wir Mensch und Natur in Einklang bringen, dass wir immer wieder darauf hinweisen, dass wir zwar als Menschen die Natur mitgestalten können, aber der Natur auch einen Freiraum geben müssen, um sich selbst zu entwickeln und zu gestalten. Und das alles gemeinsam mit unseren Schulen, mit unseren Einrichtungen und den vielen, vielen ehrenamtlichen Menschen, die Tag für Tag an unterschiedlichen Fleckchen hier bei uns im Lipperland immer wieder dafür sorgen, auch diese gemeinsamen Gedanken, diese gemeinsamen nachhaltigen Entwicklungen auch zu betreiben. Gerade in der letzten Zeit, wo die große Bereisung, unsere Dörfer haben Zukunft waren, haben wir, denke ich, festgestellt,
dass an vielen Stellen bei uns im Lipperland diese nachhaltige Entwicklung mit einem unheimlichen ehrenamtlichen Engagement verbunden ist. Auch dafür mein ganz herzliches Dankeschön und allen, die hier heute dazu beitragen, diesen Umwelttag mitzugestalten, mit den unterschiedlichen Stellen, mit ihren individuellen Bereichen, die Sie vor Ort vielleicht auch produziert haben. Ich habe eben schon so auch einige Stände haben sehen können. Ein herzliches Dankeschön allen ehrenamtlichen Kräften, die dafür sorgen, dass die Nachhaltigkeit unserer Umwelt und Natur gestärkt und auch in unsere Köpfe einen großen Platz finden. Ein herzliches Dankeschön und dem Umwelttag. Es wird auch heller im Moment, einen guten Verlauf und viele, viele Gäste. Vielen Dank. Besucherinnen, liebe Besucher, ich will ein Geheimnis verraten. Vor Beginn dieser Veranstaltung gab es eine Absprache, die Grußworte müssen kurz ausfallen, damit wir pünktlich mit dem Gottesdienst starten können. Das hat ja jetzt nicht so ganz geklappt. Und an mir ist es, das nun alles wieder aufzuholen. Ich will mich bemühen. Ich will mich bemühen. Das Motto des Umwelttages, blühende Landschaften, das Motto dieses Jahres, das unterscheidet sich eben nicht von den Vorhergänger-Mottos. Sie sind immer so ein bisschen hintergründig. Und ich möchte mir gerne fragen, oder fragen Sie sich mal, wer hätte nicht bei dem Motto blühendes Landschaften an die blühenden Landschaften gedacht, die ja ganz anders gemeint waren im Sinne von wirtschaftlicher Prosperität. Und das ist dieser schöne Gegensatz, dieses Spannungsverhältnis, was dieses Motto auszeichnet. Wir meinen mit den blühenden Landschaften ja etwas ganz anderes als wirtschaftliche Prosperität, denn das ist nicht alles. Das sind diese beiden Dinge, die wir ins Lot bringen müssen. Und der Bausch hat gerade geschrieben, was man alles braucht, um blühendes Land zu schaffen. Und er hat sehr schön dargelegt, dass man vor allem braucht Verbündete. Eine Verbündete ist heute hier, Frau Schäfer, die ein deutliches Signal gegeben hat, wir werden weiter helfen, dass das Umweltzentrum seinen Auftrag erfüllt, dass es weiter blühen kann, dass wir blühendes Land schaffen können. Und so wünsche ich uns auch viele andere Verbündete, viele, die jetzt schon mitmachen und andere, die noch dazukommen, damit das Umweltzentrum bleibt, was es ist, ein ganz wichtiges, und Sie haben es gesagt, Herr Bausch, ein Aushängeschild für unsere Stadt und weit darüber hinaus. Eine gute Zeit Ihnen allen beim Umwelttag 2011.
Nee, da hat man sich nicht, aber darum, wie gesagt, man ist nicht schnell zufrieden, was geht da? Ja. Wenn die nicht hier aus dem Haus darf, dann ist die auch nicht aber die sind auch nicht mit mir. Nee, wollte ich auch sagen, dann ist gestern ja nicht gestern schon erklärt. Ein Foto für die Zeitung. Ja. Oh nein. Oh nein, sagen sie alle. Eher eine große Portion, möchte ich. Nee, da sind wir nicht mehr dabei. Sie nehmen alle Stände mit auf Foto? Hallo. Können wir das